Was geht, Leute? Das neue Schild-Update ist da. Naja, noch nicht auf den Live-Servern, aber bis jetzt gibt's das auf den Test-Servern, um das einfach mal auszuprobieren. Ich kann euch mal zeigen, wie genau das aussieht. Ihr seht, ich bin Montagne. Kann mein Schild hier extenden. Alles easy. Wenn ich allerdings halt so gehe, seht ihr, die Pistole ist rechts auch hinter dem Schild. Das war vorher nicht so. Das liegt daran, man kann jetzt tatsächlich nicht mehr hip feiern. Das heißt, wenn ich jetzt schießen drücke, ihr seht, es passiert einfach nichts. Wenn ich wirklich schießen will, muss ich reinscopen, sonst kannst du als Schildoperator jetzt nicht mehr schießen. Und was dann natürlich auch neu ist, wenn ich jetzt nachladen sollte, ist die Nachladeanimation jetzt auch anders, wie ihr seht. Vorher war das ja so, dass er das Schild weggenommen hat zum Nachladen, richtig? Jetzt kannst du halt hinterm Schild nachladen. Das ist eigentlich ganz cool. Das heißt, solltet ihr Schildoperator ab jetzt spielen, könnt ihr euch nicht mal einfach hinstellen und einen random Hipfire One-Tap machen. Stellt euch einfach vor, ein Blitz verfolgt euch und, weiß nicht, croucht sich hin, spammt einfach schießen und ihr kriegt einen random Hipfire One-Tap. Das war schon nicht geil. Ich bin eigentlich froh, dass sie das rausgenommen haben. So ist echt viel, viel besser. Weitere Änderung ist, ich bin Montagne jetzt. Das seht ihr hier, ich bin nicht Blitz. Aber wenn ich jetzt Sprinten drücke, kann Montagne tatsächlich genauso rennen wie Blitz. Das wird so cursed sein. Imagine, Montagne rennt euch so hinterher. Ihr dreht euch um, er extendet sein Shield einfach. Oder stellt euch vor, Montagne und Blitz rennen euch hinterher und hört nur diese Step-Sounds die ganze Zeit, Junge. Naja, außerdem seht ihr wahrscheinlich schon auf dem Screen, Montagne kann extenden und Free Look ist die neue Option. Das ist jetzt der linke Maus-Button und der geht wie folgt. Sagen wir, ich stelle mich hier hin, jetzt drücke ich den Free Look-Button, also Linksklick. Kann ich tatsächlich nach links und nach rechts gucken und halte das Schild weiter vor mir. Geht das eigentlich auch extended? Ja, ne? Zum Beispiel, ich bin jetzt Montagne, ich stelle mich hier hin. Ich gucke mal nach links, nach rechts, was da abgeht, nach oben, nach unten. Ist das die Änderung, die die Schildoperator gebraucht haben? Ich bin mir gerade echt nicht sicher. Zum Beispiel, ich kann jetzt auch hier lang rennen. Ich renne jetzt einfach mal geradeaus und ich kann dann sagen, oh, ich gucke kurz nach rechts, gucke kurz nach links, ich laufe aber weiter. Check alle Ecken aus. Bin mir echt nicht sicher, ob das nötig ist. Es gibt noch so viel, was ich euch zeigen kann. Ich überlege gerade, in welcher Reihenfolge ich das am besten mache, wie ich das am besten hinkriege. Eine weitere Änderung ist, wenn jemand euch jetzt gegen das Schild schießt, mir ist es gerade leider schon passiert, ihr seht die ganzen Einschusslöcher hier. Wenn jemand euch gegen das Schild schießt, dann bekommt ihr einen kleinen Debuff. Das heißt, schau mal, wo der nächste Gegner ist, hier. Wenn er jetzt lang gegen mich schießt, dann achtet mal unten links, kommt das, glaube ich. So, unten links seht ihr das. Das wird aufgefüllt, wenn jemand gegen mich schießt. Genau. Und wenn das voll ist, soweit ich weiß, kannst du nicht mehr sprinten. Ich kann jetzt schon nicht sprinten, während das Ding aktiv ist. Das heißt, erst wenn das weg ist, erst ab jetzt kann ich wieder sprinten. Und jetzt, während das aktiv ist, ich kann gerade nicht sprinten. Das heißt, solltet ihr sehen, dass ein Blitz oder ähnliches hinter euch herrennt, schießt auf das Schild. Er kann nicht mehr sprinten und muss dann wirklich zu euch hingehen. Kommt mir das nur so vor oder sind echt viel, viel mehr Einschusslöcher auf meinem Schild? War das vorher so schlimm? Ich habe halt nie wirklich Montagne gespielt, aber ich kann ja kaum noch was sehen hierdurch. So, eine weitere Änderung ist, wenn ihr jemanden knifet. Damals war das so, ganz damals war das so, wenn ihr jemanden knifet mit Schild, er war sofort tot. Dann haben die das geändert, ihr knifet jemanden, er geht erst down. Und jetzt haben die das so geändert, wenn ihr jemanden knifet, der fällt einfach um. Wie einen Oryx Charge oder wie von einer Nomad. Können wir mal schauen. Er fällt um und ja, die liegen dann halt. Ich weiß es nicht, die Bots stehen jetzt glaube ich nicht auf. Bisschen kacke. Kann man jemanden jetzt nicht voll... Ah, okay, okay. Mit mehreren Hits geht er dann doch tot. Das heißt, du kannst jemanden richtig mobben und die ganze Zeit einfach nur wegstoßen. Und irgendwann verreckt er da dran. Ja, sowas von mies. Das wird, glaube ich, echt schlimm. Guck mal, jetzt kann ich nicht mehr sprinten, weil er so viel auf mich geschossen hat. Das wird so komisch. Ich glaube, das war fast sogar schon alles. Eine weitere Änderung gibt es. Die zeige ich euch jetzt mal. Ihr habt es gerade schon gesehen. Man kann mit Schild einfach durch Barrikaden durchrennen. Also, kennt ihr dieses originale Rainbow Six-Bild von damals? Als ein Schildoperator durch die Wand gedasht ist und die anderen haben dann dahinter gestanden und haben dann geschossen. Genau das klappt jetzt. Ihr geht mit Monte hier vor. Okay, extended geht's nicht. Ihr geht hier hin. Die anderen sind hinter euch und dann macht ihr einfach Zugriff. Das ist echt cool mit dem Schild. Das ist richtig, richtig nice, finde ich. Könnt mit dem Schild jetzt irgendwie mehr oder weniger rushen, habe ich das Gefühl. Das ist eigentlich echt lustig. Ich glaube, das waren eigentlich alle wichtigen Changes. Können wir nochmal bei ihm schauen. Eins, zwei, drei. Sind es vier Hits? Ich glaube, das waren alle wichtigen Änderungen, was Schildoperator angeht. Ich glaube wirklich,
dieses Gucken hier, was eigentlich angekündigt wurde und was am meisten am Rework geteasert wurde, ist irgendwie das, was ich am uninteressantesten finde. Am geilsten finde ich wirklich das mit dem Knifen und das mit dem Vaulten durch die Türen. Das ist, finde ich, eine richtig, richtig coole Änderung. Aber sagt mir mal, was ihr von den ganzen Änderungen haltet, von den Schildoperatoren. Seid ihr hyped da drauf oder habt ihr das Gefühl, Schilder werden dann zu OP? Oder habt ihr das Gefühl, Schilder werden dann zu schlecht? Würde mich auf jeden Fall interessieren. Ich glaube, ich baller jetzt hier hinter noch ein bisschen Schild-Gameplay, wie es jetzt ist. Ansonsten ja, interessiere ich mich echt für eure Meinung. Haut das mal in die Kommentare rein. Ich glaube, ich habe dir noch nicht Insta geschrieben. Oh, Alter, jetzt leitet ihr auch noch in meine DMs rein. Das gibt's doch nicht. Mikrofon aktiviert. Nee. Ich glaube, da war einer. Links ist clear. Break mal die Kacke, dann können wir durchsprinten. Ne, können wir nicht. Ja, da ist halt einer durch. Waffen. Ruhig. Hinter der Bombe, Egon. Was ist denn hit oder da? Weiß ich nicht. Up down. Wo down? Tot. Bin tot? Och man, Digga, auf Yellow. Warum werde ich denn immer so lachen geholt? Komm mal hoch. Okay, Mann, ich werde von einem random C4 geholt, ey. Das ist easy, Junge. Virus hat 3 Kills geholt. Hat den Shark keinen? Nee. Die haben eine Frost. Oh. Ein Kaki-Push. Und ein Door, glaube ich. Ja, fuck. Garage Launch ist Alibi. Du bist ein Oryx, Junge! Da war noch einer, Potter. Garage. Ich bin tot. Achso. Oh, danke. Einer Yellow Stairs. Marvin. Einer Yellow Stairs. Ah. Hinter dir. Geradeaus durch, Mann. Oh. Das ist gar nicht gut. Ah, ja, schade. Schade, Mann. Es waren zu viele. Überhaupt Garage, oder? Ja, Defense geht wieder ab. Attack auf den Bob ist nicht so geil. Okay. Dass ich genau drauf geschossen habe. Wie hat die dich hinten? Egal. Seid ihr gegönnt? Was? Kannst du mich auch. Der hat gerade reinforced, wie unlucky. Der 4 Mann. Ah. Oh, von hier kommen wir nicht weit, Potter. Hä? Hm. 4. Ich könnte smoken, wir gehen rein. C4. Links ist gesmoked. One ich absolut veraimt. Nicht, pink nichts. Pink der Smoke. Ne? Smoke war eine dumme Idee. Okay, letzter. Warden. Vor mir. Oh Marvin. Easy, Junge. Ich hätte nicht gedacht, dass wir beide das noch holen, aber. Hast du einen gerade geholt mit dem C4? Ich höre was am Breach. Wisst mich aber. Komm von hier hinten. Jo, da sind sehr viele. Der Pre-Fire war crazy, Ash. Holy shit.
einen Heal oder so? Und stehen bleiben? Die Ash wollte mich auf jeden Fall. Okay, ja, Maverick gehört. Er steht unten rein. Keine Ahnung, was ich gehört habe, aber es hat sich nach unten angehört. Irgendwo eine Cam on Spot. Ich wusste doch, hier war was. Wir haben Diffuser, wir haben Diffuser und Ding. Lol, wie leise man die Steps hört, ey. Guck mal, der war direkt neben mir, man hört es gar nicht. Aber unten Garage. Die MPS Fenster, warte, bis es auch aufgeschlagen wird. Oh, unten oder? In Garage oben drin. Garage? Garage ist das. Kevin, hinter dir. Ach, okay, Digga, jetzt hat 20 AP. Oh, Mann, wenn du es beendet hast. Junge, ich bin's. Wir sind's. Boah, Alter. Was soll ich für Flicks raus? Als würde ich nur mitmachen. Ich mach keins mehr mit. Neu. Moment, mach ich wieder welche mit, um zu die Verlierer-Games abzuholen.